Ich hatte einen Traum, als ich jung war. Ein Traum von damals, als meine Jugendfreundin wegzog. Du solltest nicht weinen, auch wenn ich wegziehe, okay? Wenn überhaupt, dann wird es friedlicher sein. Was hast du gerade gesagt? Nichts, nichts. Obwohl sie noch Grundschülerin war, nannte man meine Kindheitsfreundin die Ogerin Mirai Kida. Sie war groß für eine Grundschülerin, stark und energisch. Natürlich hatten alle um sie herum Angst vor ihr. Ich hingegen war ein schwacher, zarter Junge. Ich wurde oft zur Zielscheibe von Angriffen, aber weil Mirai immer neben mir war, konnte ich eine friedliche Kindheit verbringen, ohne gemobbt zu werden. Aber Mirai schleppte mich überall als ihren Diener mit hin, also hatte es vielleicht genauso viele Nachteile wie Vorteile, mit ihr zusammen zu sein. Bevor Mirai weggezogen ist, habe ich ihr, glaube ich, ein Versprechen gegeben. Schreib deinen Namen hier hin und warte auf die Zeit. Was? Nein, ich will das nicht. Hä? Willst du damit sagen, dass du mir kein Versprechen geben kannst? Oh, okay, ich schreibe es. Nachdem ich es unterschrieben hatte, habe ich, glaube ich, auch mein Siegel drauf gesetzt. Ich hoffe, sie hat mich nicht für etwas Verdächtiges eingetragen. Danke, Shinichiro. Vergiss mich nie, okay? Ich erinnere mich, dass sie sehr glücklich aussah, aber leider war mein Traum damit zu Ende. Ich habe seit dem Morgen über diesen Traum nachgedacht. Ich fragte mich, warum ich gerade jetzt plötzlich davon träumte. Aber nur ein paar Minuten später erlebte ich etwas, das bewies, dass Schicksal wirklich existiert. Ich möchte Ihnen eine neue Schülerin vorstellen. Frau Kida, fangen Sie an. Mein Name ist Mirai Kida. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin die Jugendfreundin von Shinjiro Kago da drüben. Hä? Was ist das? Eine Fortsetzung meines Traums? Ich habe versucht, mich in die Wange zu kneifen, aber es tat weh. Also habe ich mich mit meiner Freundin aus Kindertagen wieder vereint. Oh, du hast in den Vereinigten Staaten gelebt? Wow, du bist ein internationaler Schüler. Aber ich bin dort auf eine japanische Schule gegangen, deshalb bin ich nicht so gut in Englisch. Hey, hast du einen Freund im Ausland oder so? Wie bitte? Nein, nein. Übrigens, hat mein Jugendfreund eine Freundin? Darf ich zu ihm gehen und mit ihm reden? Kago? Er ist ziemlich gut aussehend, aber er tut mir leid. Hm? Wieso? Ich meine, er ist gut aussehend und groß und nett, aber er mag nur Anime-Figuren. Leider. Ich habe gehört, dass einige Mädchen ihm ihre Liebe gestanden haben, ohne davon zu wissen, und er hat sie alle abgewiesen. Oh, ich verstehe. Anime. Was soll das heißen? Beruhig dich. Es ist nur so, dass meine Jugendfreundin hierher gezogen ist. Ich bin mir sicher, sie hat mich auch ganz vergessen. Ich erinnere mich, dass unsere Eltern befreundet waren, also hat sie wahrscheinlich nur gehört, dass ich auf der gleichen Highschool bin. Aber sie ist wirklich süß geworden. Hm? Hey, nein, 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 nein. Sie ist der Oger. Wenn ich nicht aufpasse, wird sie mich bestimmt verprügeln. Außerdem habe ich schon Kirai-chan. Sie ist niedlich, liebenswert, fleißig und der Typ jüngerer Schwester. Das magische Mädchen Kirai-chan. Obwohl die Serie nicht mehr ausgestrahlt wird, gibt es immer noch viele Fans der Anime-Helden. Aus irgendeinem Grund habe ich mich schon in der Grundschule in den Anime verliebt und auch als Oberstufenschülerin habe ich diese Leidenschaft nicht verloren. Ich weiß, dass die Leute um mich herum nicht verstehen, aber solange ich Kirai-chan bei mir habe, ist alles in Ordnung. Schließlich war die Schule zu Ende und ich ging nach Hause, ohne ein einziges Mal mit Mirai zu sprechen. Sie war so beliebt, dass sie keine Zeit dafür hatte. Weil ich mich innerlich ein bisschen benebelt fühlte, ging ich in den Buch- und Anime-Laden, um mich zu entspannen. Es war auch bald Nacht. Wenn ich so darüber nachdenke, frage ich mich, wo Mirai wohnt. Sie wohnte früher im Haus neben meinem. Aber seit der Vermieter vor ein paar Jahren gestorben ist, wurde das Haus abgerissen und ist jetzt ein Parkplatz. Nun, ich denke, das ist nichts, worüber ich mir Sorgen machen muss. Ich bin wieder da. Ja, danke. Was? Warum bist du hier? Oh, das muss ein Traum sein. Es ist gut zu sehen, dass du immer noch du bist. Du hast dich nicht verändert, hm? Nein, wirklich. Warum ist sie hier? Willkommen zurück, Shin. Du hast dich verspätet, hm? Dein Vater hat so viel Alkohol getrunken, weil Mirai ihn bedient hat. Er wird wahrscheinlich erst morgen früh wieder aufwachen. Aber ich wollte dein überraschendes Gesicht sehen, also habe ich keinen einzigen Schluck Alkohol getrunken.
Aber natürlich wärst du überrascht zu sehen, dass deine Freundin aus Kindertagen unter demselben Dach wohnt wie du. Ist das nicht aufregend? Unglaublich! Ich habe das bis heute geheim gehalten, damit ich dich überraschen kann. Also, um es kurz zu machen, Mira wird von heute an hier leben. Ihre Eltern sind noch in Amerika. Überrascht? Das musst du sein. Ah, wie lustig es war. Hast du bemerkt, dass ich eine Kamera am Eingang versteckt habe? Ich habe dein überraschendes Gesicht gefilmt. Na gut, Mama ist zufrieden, also gehe ich jetzt duschen. Die Party ist vorbei. Das verstehe ich auch nach der Erklärung nicht. Zur Erklärung, ich bin deine zukünftige Frau. Wir leben nur zusammen, um uns auf unsere Ehe vorzubereiten. Genau das ist es. Eine zukünftige Frau? Verstehe ich nicht. Ja, ich werde in Zukunft deine Frau sein, Shinjiro. Siehst du? Das ist der Beweis. Eine Heiratsurkunde? Ah! Ich erinnere mich jetzt, was ich damals unterschrieben habe, war eine Heiratsurkunde. Ah! Tut mir leid. Lass mich kurz verdauen. Nein, das geht nicht. Tut mir leid. Ich werde alles tun, aber gib das bitte zurück. Das werde ich, nachdem wir geheiratet haben. Ich kann dem also nicht entkommen, hm? Das hat Spaß gemacht. Wie sehr ich mich auf heute gefreut habe. Naja, so ist das eben. Hoffentlich kommen wir von nun an gut miteinander aus, Shinjiro. Für mich war es kein Spaß. Was war das? Nichts. Wie lustig. Nein. Das Wachstum, das ich durchgemacht habe, es wird alles rückgängig gemacht, weil sie hier ist. Als ich mit Mirai sprach, erinnerte ich mich an die Versprechen, die wir uns damals gegeben hatten. Wenn wir erwachsen sind, werden wir heiraten, okay? Hier, unterschreib das. Das hier auch. Ich habe kein Mitspracherecht. Und so unterschrieb ich die Papiere. Irgendwas stimmt da nicht. Aber an mehr konnte ich mich nicht erinnern. Was für ein Tag. Ich würde es ja verstehen, wenn meine Freundin aus Kindertagen einfach zurück in die Nachbarschaft ziehen würde. Aber wer hätte gedacht, dass sie mal hier wohnen würde? Sie hat sich zwar optisch verändert, aber sie ist noch dieselbe wie als Kind. Sowohl auf gute als auch auf schlechte Weise. Ich konnte nicht anders als zu lachen. Naja, ich musste es wohl einfach akzeptieren. Mirai war der Typ Mensch, der es hasste, Dinge zu verdrehen. Ich bin sicher, dass nichts Schlimmes passieren wird. Was soll ich tun? Er ist so heiß geworden. Ich liebe ihn schon seit langer Zeit. Mein und nur mein Shinjiro. Ich weiß, wir haben uns etwas versprochen, aber ich habe ihm wirklich gesagt, dass wir heiraten werden. Das ist mir so peinlich. Ich habe heute gute Arbeit geleistet. Er hat anscheinend keine Freundin. Gut, aber anscheinend war mein Feind der Liebe eine Anime-Figur. Eine Anime-Figur? Wie soll ich das schlagen? Wach auf, großer Bruder! Aufwachen, es ist morgen! Morgens um 7 Uhr. Mein Morgen beginnt mit Kirais Stimme, die mir sagt, dass ich aufwachen soll. Kirai-chans Stimme ist so beruhigend. Hm? Was ist das? Ist etwas in meinem Futon? Wach auf! Hä? Großer Bruder! Oh, es ist ein Traum. Das ist kein verdammter Traum. Wach auf! Ist das meine Realität? Ich hätte nicht gedacht, dass meine Freundin aus Kindertagen morgens im selben Bett liegt wie ich. Und ich fühle etwas sehr Weiches auf meinem Rücken. Das stört mich nicht. Oh, bist du nicht knallrot, Shinjiro? Warum eigentlich? Ich sehe, du bist nicht an Mädchen gewöhnt, oder? Psst, halt die Klappe! Außerdem kommt mein Gehirn nicht mit der Tatsache klar, dass du mit mir zusammenleben wirst. Und trotzdem liegst du in meinem Bett. Natürlich bin ich verwirrt. Zu viele Ereignisse auf einmal. Und ja, ich bin nicht an ein Mädchen gewöhnt. Okay, okay. Nun, das Frühstück ist fertig, also komm die Treppe runter, okay? Frau Kago hat einen Morgenspaziergang gemacht, weil ich ihr gesagt habe, dass ich das Frühstück mache. Wie schmeckt es? Gut? Es ist toll. Was für eine Überraschung. Sie sieht definitiv aus wie jemand, der nicht kochen kann. Aber es ist nicht die perfekte japanische Mahlzeit. Unglaublich, dass sie mal im Ausland gelebt hat. Bitte sehr, Schatz.
Igitt, eklig! Übst du etwa Suppe aus dem Mund zu spucken? Und warum sollte ich das üben? Sag jetzt nichts Seltsames. Was? Aber ich übe für unsere Ehe. Da ist doch nichts komisch, oder? Warte. Die Ehe? Das hast du doch gestern nicht ernst gemeint, oder? Hm? Du willst mich nicht heiraten? Du willst lieber eine Anime-Figur heiraten? Es sah so aus, als wäre Mirais Augen feucht. Vielleicht habe ich sie verletzt. Oh, tut mir leid. Ich habe es nicht so gemeint. Ich finde dich wirklich süß, aber die Ehe ist... Hä? So viel Panik musst du gar nicht haben. Mann, du hast dich wirklich nicht verändert, Shinjiro. Psst, halt die Klappe! Ich gehe zur Schule. Was für eine Verschwendung, sich Sorgen zu machen. Süß? Ich muss das nur noch fertig machen. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Ich frage mich, welche Art von Mädchen Shinjiro mag. Ich sollte verschiedene Dinge ausprobieren. Mirai war immer von Leuten umgeben und ich hatte keinen Platz, um mit ihr zu reden. Nun, ich denke, es gibt keinen Grund in der Schule mit ihr zu reden, aber... Trotzdem bin ich überrascht, dass sie die Heiratsannonce aus unserer Kindheit hat. Sie hat auch hartnäckig darauf bestanden, wenn es ein Scherz war. Sie meint es nicht ernst. Oder doch? Natürlich nicht. Ich gehe zum Mittagessen. Ich aß immer allein in der Schulcafeteria zu Mittag. Ich hielt mich nicht für einen Einzelgänger, aber aus der Sicht der dritten Person war ich wohl einer. Mirai dagegen war immer von Menschen umgeben, seit wir jung waren. Hey, Shinjiro! Lass uns zusammen zum Mittag essen. Ich hab was gemacht. Was? Du hast Essen gemacht? Das kostet 1000 Dollar. Das ist zu teuer. Mein Rücken stützte sich wieder auf etwas Weiches. 1000 Dollar. Ich hab dir gesagt, dass ich dich füttern werde. Warum weigerst du dich? Ich werde auf jeden Fall selbst essen. Wenn jemand die Szene sieht, mache ich mir in der Schule bestimmt Feinde. Hm? In diesem Moment hörte ich ein Geräusch. Oh, meine Stäbchen sind runtergefallen. Was ist denn das für eine Stellung? Die Übung, das Essen auszuspucken, hat jetzt plötzlich Früchte getragen. Hm, wo sind sie hin? Nein, wirklich, wo sind sie hin? Ich glaube, ich habe sie zu weit geworfen. Was soll das heißen, du hast sie geworfen? Nein, ich meine, sie streckt ihren Hintern raus. Ich kann nicht mehr sehen, als ich sollte. Ah, du hast es gleich gesehen, oder? Was gesehen, Ma'am? Ich habe sie Ma'am genannt. Du hast unter meinen Rock gesehen, nicht wahr? Nein, ich habe nichts gesehen. Ich klinge wie ein Ausländer. Ich habe meine Essstäbchen gefunden. Du sollst sie waschen. Nein, benutzt du sie nicht mehr. Das ist wahrscheinlich zu schmutzig. Sie hatte schon vor langer Zeit die raue Seite an sich. Ich wurde immer von ihr herumgezerrt, wie nostalgisch. Warum grinst du so? Hast du zufällig ein Foto gemacht? Nein, natürlich nicht. Ich habe nur an früher gedacht. An früher, als wir noch Kinder waren? Ja, ich meine, das sind viele Dinge passiert, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Das habe ich gerade gedacht. Es gab keine Zeit, in denen ich Mirai vergessen habe. Ich habe mich heute sehr angestrengt. Gut gemacht. Ich dachte zwar, es sei riskant, ihm meinen Rock zu zeigen. Aber ich muss wenigstens so viel tun, um eine Anime-Figur zu schlagen. Außerdem, wenn es Shinjiro ist, macht es mich glücklich, dass er es gesehen hat. Bin ich irgendwie komisch? Aber es schien, als hätte er es doch vergessen. Shinjiro erinnerte sich weder an die Heiratsurkunde noch an unser Versprechen. Er begann sich an die Heiratsurkunde zu erinnern, nachdem ich ihm davon erzählt hatte, aber was ist mit dem Versprechen? Es wäre beängstigend, wenn er es wirklich vergessen hätte. Wenn ich ihn endlich treffe, möchte ich nicht enttäuscht sein. Ich will nicht einmal mehr darüber nachdenken. Wie wunderbar ist es, Anime im Bad zu schauen. Wasserdichte Handys sind das Beste. Ich tue das nicht, weil ich die Szene vergessen will, die ich heute Nachmittag unter Mirais Rock gesehen habe. Hm? Die Tür zu Mirais Zimmer ist offen. Schläft sie schon? Hey, Mirai? Wow. Sie schläft mit dem Bauch nach außen, ganz wie eine Anime-Figur. Ich erinnere mich, dass sie sich im Schlaf viel bewegt. Ich decke sie zu. Hm? Was ist das für ein Papier? Eine Heiratsurkunde und... ein Versprechen? Ah, das ist... richtig, ich erinnere mich. Und
unterschreib auch das hier. Was kommt als nächstes? Weißt du noch, wie du mir neulich gesagt hast, dass du mich magst? Ja. Sie ist rau und wild. Aber es macht Spaß, mit dir zusammen zu sein. Und ich liebe sie als Freundin. Sie ist wie ein Wachmann für mich, wenn ich mit ihr zusammen bin. Und das war auch der Grund, warum ich sie mag. Die Wahrheit ist, dass ich dich auch mag, Shinjiro. Oh, wirklich? Natürlich, wir sind ja Freunde. Das bedeutet, dass ich dich liebe. Was? Liebe? Wie in einer Romanze? Also, es ist ein Versprechen. Wir mögen uns beide, also werden wir heiraten und ich werde auf jeden Fall zurückkommen, damit wir das können. Bis dahin darfst du dich also nicht in ein anderes Mädchen verlieben, okay? Es ist so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Dir ist nicht zu helfen, was, Shinjiro? Nun, keine Sorge, du musst nur die Papiere unterschreiben und vergiss mich nicht, okay? Ich glaube, ich hab's. Vielleicht. Und so unterschrieb ich die Papiere und schloss das Kurzversprechen in mein Herz. Aber das Gedächtnis eines Kindes ist sehr unzuverlässig. Richtig, ich erinnere mich. Das ist richtig. Genau so war es. Es war danach. Ich hatte Angst, dass ich Mirai nach und nach vergaß, nachdem sie weggezogen war. Die Erinnerung an ihr Gesicht wurde immer verschwommener. Selbst wenn ich Bilder von ihr sah, konnte ich mich nicht mal an ihre Stimme erinnern. Als ich dann eine Anime-Figur fand, die Mirai sehr ähnlich war, war ich überglücklich. Ich dachte, wenn ich diese Figur weiterhin mag, kann ich mein Versprechen Mirai einhalten. Das Problem war, dass der Anime zu unterhaltsam war und dass die Persönlichkeit der Protagonistin das Gegenteil von Mirai war. Das führte dazu, dass ich anfing zu halluzinieren, dass ich in eine Figur selbst verliebt war und nicht in Mirai. Wenn ich so darüber nachdenke, Mirai ist wirklich süß geworden. Sie sieht wirklich aus wie Kirai-chan. Verdammt. Jetzt, wo ich mich an die Gefühle erinnere, die ich vorher hatte, pocht mein Herz wie verrückt. Das ist nicht gut. Jetzt ist es noch 10-mal peinlicher, als wenn ich Kirai-chan in die Augen schaue. Shinjiro, was ist los? Nichts. Nein, das merke ich. Du verhältst dich komisch. Überhaupt nichts. Was soll ich tun? Die normalen Dinge fühlen sich nicht mehr normal an. Shinjiro, lass uns zum Mittag essen. Nein, ich gehe allein in die Cafeteria. Hey, warte! Das ist nicht gut. Ich muss ständig an die Dinge danach denken. Und ich kann ihn nicht richtig ins Gesicht sehen. Shinjiro, lass uns zusammen nach Hause gehen. Wir wohnen doch im selben Haus. Tut mir leid. Ich will noch in den Anime-Laden vorbeischauen, also... Hey, Shinjiro! So ging ich Mirai weiter aus dem Weg. Schließlich habe ich auch draußen zu Abend gegessen. Und Mama warnt mich über den Chat. Alles funktioniert nicht richtig. Ich dusche und gehe ins Bett. Natürlich nur, damit ich Mirai nicht begegnen muss. Oh. Willkommen zurück. Danke. Ich kann dir wirklich nicht in die Augen sehen. Warum gehst du mir aus dem Weg? Hast du mich jetzt so sehr? Magst du Anime so viel mehr als mich? Das ist es nicht. Wenn du mich nicht magst, sag es mir einfach. Geh mir nicht aus dem Weg. Das macht mich traurig. Auch ein Oger weint. Mirai liefen Tränen über die Wangen. Nein, Mirai ist kein Oger. Natürlich wusste ich das. Mirai war schon immer ein Mädchen, das es hasst, allein zu sein und das seine wahren Gefühle nicht zeigen kann. Es tut mir leid, das ist es nicht. Es war mir nur peinlich. Peinlich? Ich habe mich an das Versprechen erinnert, das wir uns vor langer Zeit gegeben haben. Das Versprechen, dich für immer zu mögen. Oh, wirklich? Ja, wirklich. Deshalb habe ich angefangen, mich zu schämen. Sorry. Nein, auf keinen Fall, Shinjiro. Du magst mich? Und das schon seit langer Zeit? Das ist... Nein. Ich wusste ganz genau, dass das stimmte. Und es stimmte auch, dass mich Mirais Verhalten genervt hat. Sie legt sich schon lange mit mir an. Vielleicht ist es an der Zeit, mich an ihr zu rächen. Aber jetzt habe ich ja Kirai-chan. Du solltest so liebenswert sein wie Kirai-chan. Dann werde ich über unsere Beziehung nachdenken. Ich werde auf jeden Fall gegen eine Anime-Figur verlieren? Die Wahrheit war, dass ich diese Anime-Figuren nur mochte, damit ich sie nicht vergesse.
Ich sollte es ihr aber nicht sagen. Weißt du, mit einem Anime-Mädchen kann man so etwas nicht machen, weißt du? Du kannst sie auch nicht so sehen. Warte, warte. Warte. Was für eine Rivalität hat sie denn? Ich werde es tun. Ich werde es wirklich tun. Stopp. Okay. Ich hab's. Hör auf. Ich werde es wirklich tun. Go! Was zum Teufel machst du da? Halt die Klappe. Mach mehr. Was sagt sie da? Mein Leben in meinem Freund aus Kindertagen, das plötzlich begann. Es war ein Getöse mit viel Aufruhr. Wird der Tag wirklich kommen, an dem wir heiraten? Naja, wie auch immer. Ich beschloss, jetzt nicht mehr darüber nachzudenken. Sonst könnte ich ja vor Scham nichts ins Gesicht sehen. Natürlich werde ich Mirai bis zu diesem Tag nichts davon erzählen.